Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3 mit Herzog Liudolf von Hessen aus dem Hause Marburg. Und weiterhin seiner sehr kleinen Familie. Es kommt kein neuer Nachwuchs und ich glaube, dabei wird es jetzt auch bleiben, was ein Problem sein könnte, an Betracht der Tatsache, dass die Dynastie Marburg in ihrem Kern doch sowieso schon sehr klein ist. So haben wir zum Beispiel, um einen kleinen Überblick darüber zu bekommen, in der weiteren Nachfolge nach Friedrich käme noch die Schwester, die nun aber auch schon ein Stück älter ist. Und danach wären hier Leute aus dem Haus Mansfeld. Und das ist natürlich ein Problem, denn dadurch würde das Spiel, glaube ich, auch einfach nur enden, wenn ich das richtig sehe. Und ja, die haben eine eigene Dynastie gegründet durch Graf Adam. Richtig, habe ich den einer, den muss ich ja eingesetzt haben. Also soweit, so gut. Also, zuletzt hatten wir ja darüber gesprochen, Fulda wahrscheinlich abzugeben. Und Fulda ist jetzt ein Problem, denn ich habe geguckt, ich habe gar keine Ritter mehr. Also Ritter ja schon, aber die sind halt alle schon mit Titel belehnt, außer Sieghard. Und der ist mir ein bisschen zu alt. Ja, deswegen habe ich jetzt ein Problem. Ich habe mir überlegt, Hermann ist auch mein Seneschall derzeit. Hat noch die... ich setze nicht so besonders. Er ist halt fränkisch und ich hätte eigentlich gern einen hessischen Adligen. Aber wo ich hier gerade schon mal bin. Also, wir laden auch mal Ritter ein. Mal gucken, was dabei so rumkommt. Die werden jetzt aber noch nicht gleich belehnt. Tatsächlich überlege ich mir hier einen Adligen, eine hessische Kultur. Wäre doch was. Beziehungsweise, wer ist eigentlich das da? Höfling von Graf Matthias. Die Sache ist die, ich weiß tatsächlich nicht, was die halt so geleistet haben bei ihren jeweiligen Herren. Ne? Also waren die gut oder er bis jetzt unscheinbar? Das kann ich leider nicht sagen. Ich fände es cool, wenn man da irgendwie so einen Überblick hätte, was die Person schon gemacht hat. Aber naja, gut, ist jetzt halt nicht. Deswegen machen wir es jetzt, ich glaube, wir machen es einfach. Wir sagen einfach hier einen adligen hessischen Kultur. So, und Graf Konrad von Plankenheim. Der ist der neue Graf in Fulda. Und das soll jetzt passen. Außerdem habe ich gemerkt, das habe ich die ganze Zeit übersehen, Friedrich ist natürlich jetzt schon 8 Jahre alt und kann schon längst unterrichtet werden. Und das möchte ich auch tun. Aber nicht selbst, habe ich mir überlegt. Ich gebe es tatsächlich mal ab an den Hoftutor. Dafür haben wir ihn ja auch. Ich mache das deswegen aus dem einen, also es ist halt so einen spielerischen Aspekt. Ich möchte nicht schon wieder einen schüchternen und gefühllosen. Oder eigentlich finde ich die alle drei jetzt nicht so spannend. Ich möchte, dass was anderes passiert. Aber wenn ich natürlich die Ereignisse bekomme, muss ich immer so erziehen, wie es Liudolf ja am ehesten machen würde. Aber wir können sagen, er ist vielleicht schüchtern und jetzt, es muss jetzt kein schlechter Vater sein, aber was will er ihm groß beibringen, dem Sohn, außer halt in der Kammer zu hocken und von dort aus das Reich zu verwalten. Nein, das ist langweilig. Aber hier vielleicht das Größte überhaupt, einsiedlerisch. Das ist so ein Ding. Klar, wir geben die damit natürlich die Ausbildung jetzt unangenehm aus der Hand. Das gefällt mir an sich gar nicht. Der Hoftutor hat auch ein Problem. Er ist sehr, sehr schlecht in Diplomatie. Das wäre so ein Ding, was ich auch gerne selbst... Naja, egal, ist jetzt halt so. Aber gerecht, rachsüchtig und ruhig. Aber vor allem als gerecht und ruhig haben wir ihn erlebt. Und wir wissen, dass er sehr gescheit ist. Und deswegen denken wir, das ist ein guter Lehrer. Der macht das deswegen auch. Und jetzt unterrichtet er unseren Sohn. Ja, was habe ich mir auch noch kurz angeschaut? Ich habe mir überlegt, mit der Reichsgründung. Also, natürlich könnte ich das Spiel jetzt bis zu Ende als Herzog von Hessen spielen, sofern das Spiel mich lässt. Und das wäre auch ganz cool. Ich meine, da erleben wir ja sehr viele Geschichten, die jetzt nicht nur darauf bedacht sind, das Reich weiter immer nur größer machen zu lassen und größer. Allerdings wäre es natürlich schon cool, wenn wir auch ein bisschen die Mechaniken vom Königshof oder so noch mit drin hätten. Aber, und das bleibt dabei, ich kann halt einfach, ich werde hier so schnell wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kaiserreich rauskommen. Meine Überlegung war, wie wäre es mit selbst Kaiser zu werden. Das ist aber auch eine Sache, die sehe ich nur bei einem ehrgeizigen Charakter. Er ist ja eigentlich, glaube ich, schon genervt, dass er Herzog sein muss. Dann wird er nicht Kaiser werden wollen. Eigentlich auch nicht König. Die Pilgerreise könnten wir allerdings machen. Ich könnte mich auch jederzeit zurückziehen, immer ganz nett. Also überlege ich mir auch, das sollte ich eigentlich häufiger machen. Immerhin ist das seine
seine Art. Und das werde ich auch machen. Ich werde aber davor erstmal sagen, wir machen jetzt eine Pilgerreise. Die haben wir noch nicht gemacht. Ah, nee, wir sammeln noch ein bisschen Geld. Und dann gehen wir auf die Pilgerreise. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit könnte ich mich zurückziehen. Also war ganz nett soweit, aber jetzt habe ich auch so viel gemacht. Ich brauche mal ein bisschen Ruhe, Leute. Ich schließe die Tür hinter mir zu und trete in den ruhigen Raum. Ich atme tief ein und aus. Ich habe den Dienern befohlen, niemanden zu mir zu lassen, unter keinen Umständen. Und als ich meine Schultern entspanne, wird mir klar, dass es genau das ist, was ich brauche. Ja, so geht es mir tatsächlich auch. War jetzt richtig schön. Ich war gestern einfach mal zu Hause. Ich müsste jetzt heute noch Weihnachtsgeschenke besorgen. Ich habe gar keine Lust rauszugehen. Aber gut, andere Geschichte. Ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall gemacht. Jetzt noch ein bisschen. Oh, hier ist auch schon der erste Ritter. Genau, wir können. Guter Punkt. Wir sollten vielleicht nicht auf eine Pilgerreise gehen, wenn wir eigentlich Ritter erwarten. Der ist von Göttingen. Guck einer an. Ist hier um die Ecke. Also hier um die Ecke. Ich meine, irgendwo. Wo ist Göttingen? Da steht sogar. Na, hier ist Göttingen. Ja. Genau. Jetzt habe ich nicht mehr. Kurz, was hatte der? 13 oder 12? 30, 22, 19. Der wird halt nicht. Ja, puh. Ich will 1, 2, 3, 4, 5 an sechster Stelle derzeit. Für 45 das auf jeden Fall, aber wenn ich schüchtern bin. Nee, dann nehmen wir da nicht Hinz und Kunz. Wir gucken einfach mal. Aber das darf ja auch eher unsere Gattin wird das machen. Die wird aussuchen, welcher Ritter bleiben darf. Die ist gesellig, die kümmert sich darum, die hat so ein bisschen einen Blick drauf, ein Gespür für. Ja, wir machen das so. Wir sagen, Schatz, du kümmerst dich da mit den Rittern drum, ich hau ab. Ich will woanders hin. Ich will nach Köln, ist am günstigsten, Rom. Ich gehe bis nach Rom. Ich besuche mal den Papst. Ich frage mal, was hat er für ein scheiß Problem mit mir, dass er mich nicht so toll findet, weil ich jemanden Exkommuniziertes angegriffen habe. Pilgerreise, Abreise. Als ich mich auf die Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Während ich mit göttlichem Le Segen losziehe, muss mein Reich warten, ganz gleich, wie lange ich abwesend bin. Tschüss. Tschüss, Leute. Macht's gut. Ihr seht mich in einem halben Jahr wieder oder in einem Jahr. Liebe deinen Nächsten. Unter den anderen Pilgern, andere Pilgern, gibt es eine Frau, die Menschenliebe und Zusammengehörigkeit predigt, bis sie zum Thema Heiden kommt. Eines Abends erklärt sie am Lagerfeuer lautstark, dass sie alle abscheulichen Monster in den Augen alles Göttlichen sind. Abartige und Kindermörder, allesamt. Die meisten wenden sich ab, wenn sie ihnen in die Augen schaut. Heute war ich jedoch schnell genug. Seid ihr etwa anderer Meinung, o Herzog? Weiß nicht, lass mich in Ruhe, geh weg. Ja, nein, tschüss, geh weg. Ich sag alles, was du willst, aber hör auf, mit mir zu reden. Unangenehme Person. Ganz unangenehme Person. Oh, wir sind aber auch schon da. Endlich bin ich hier, mit Leib und Seele, am großen Gotteshaus von Vatikanstadt. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Zu diesem Augenblick. Ich habe den heiligen Pfad beschritten. Ich bin Pilger. Ja, aber nur Frömmigkeit, ne? Und wehrhafter Pilger. Entschlossener Pilger. Ich bin alles. Einmal gepilgert. Richtig, richtig durchgepilgert. Gegen wen kämpfen wir eigentlich und warum? Irischer Krieg um den Anspruch von Prinz Datkus auf Herzog. Ah. Ah, ich sage mal, ah. Das ist den wir mitmachen, weil unser Kaiser ja verbündet ist mit dem Iren. Und dann hilft halt das gesamte Reich. Ja, wir haben einen neuen Ritter. Viktor von Uelzen. Der ist gut. Und da würde ich sagen, 23. Keusch, fleißig, ist ein richtiger Ritter. Da sagt die Gattin: Schatz, den brauchen wir. Wenn ich wiederkomme, habe ich einen neuen Ritter. Gut, ich komme zurück und lerne Viktor kennen. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Priester und Bischöfe doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Es ist schön, wieder zu Hause in meinem Kämmerchen zu sein. Es war auch ganz nett draußen, aber jetzt, ne. Ich bin wieder da, aber lasst mich alle in Ruhe. Das ist der Standardverhalten. So, die haben wir jetzt endgültig zur Endgültigkeit gut beeinflusst. Wer ist der nächste glückliche Kandidat oder Kandidatin? Bürgermeister Heinrich. Ja, nee, doch, Heinrich. Glückwunsch. Kriegst jetzt einmal eine Beeinflussung per Brief. Hier gleich die Kontrolle abgeschlossen. Beeinflussung, Infiltratoren. Das Gemeine, nö, das ist das, nö. Das machen wir an der Stelle einfach nie, glaube ich. So, mehr Kontrolle haben wir hier.
Jetzt können. Ups. Du sollst schon nach Trier gehen. So. Hol mir meine Kontrolle wieder. Ey, der. Ah, jetzt ist der Luxemburger. Der gehört ja eigentlich zu uns. Ich wollte gerade sagen, der Lothringer kriegt. Doch, der kriegt's ab. Oh, Köln will Aachen haben. Oh, jetzt wird's interessant. Und Leodolf. Guck mal, der heißt so wie ich. Ist aber nicht so gut. Aber stark. Hier, mein Graf Balderich lädt mich zu einem Festmahl in Vaihingen ein. Nee. Du bist krank. Ich komme doch nicht zu jemandem, der gerade krank ist. Weißt du, wie gefährlich das ist? Nachher stecke ich mich noch an. Oh, Hofarzt ist Jungarzt. Ist auch der Tutor. Das ist vielleicht ganz cool. Ich weiß es nicht. Auf Linie. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir machen jetzt noch Administrator fertig. Wie sieht's denn mit aus? Was macht? Hat er schon irgendwas? Er ist ehrlich geworden. Guck. Hat schon mal geholfen. Sehr schön. Finde ich gut. Das fehlende Dorf. Im Licht einer einsamen Kerze verharrt mein Finger auf einem Eintrag im Hauptbuch. Da stimmt doch etwas nicht. Bald schon durchsuche ich jeden Eintrag über Kassel, den ich finden kann. Dann kommt endlich Licht ins Dunkel. Offenbar ist ein ganzes Dorf aus den Steueraufzeichnungen verschwunden. Ich werde das persönlich. Oh, oder? Da muss sich der Steuereintreiber von Kassel, das muss ich mal genauer anschauen. Da gehe ich nicht selbst hin. Diesmal nicht. Ja, das ist immer so ein Herr, schüchterner und einsiedlerischer, kann ich jetzt nicht sagen. Ich mache mal eine Reise. Hätte ich auch keine Pilgerreise machen dürfen, aber dann gehe ich nicht ins Dorf. Also Leopold, der Steuereintreiber von Grafschaft aus Kassel, versucht mich um jeden Preis davon zu überzeugen, dass ich unbedingt selbst in das verschwundene Dorf kommen soll. Oh, muss das sein? Nach einer tagelangen Reise reite ich endlich in das Dorf, das mir kaum anders als all die anderen Weiler scheint. Leopold ist dennoch unnachgiebig. Erlaubt mir bitte, euch diesen Ort zu zeigen. Er ist mein Zuhause. Aha. Oh, er wird getötet. Oh, wow. Ja, dann. Gut, so zeigt es mir. Ja, gefühllos hätte ich noch töten. Ich bin aber bei sowas am Überlegen. Das fehlende Dorf. Als Leopold mich durch das Dorf führt, sehe ich die hageren Kühe, Hühner, die im Schmutz wühlen und Bauern, die mit den nur wenig Ernte von den Feldern zurückkehren. Als ich dies anspreche, sagt Leopold endlich, worum es ihm geht. Diese Menschen können kaum ihr Vieh ernähren. Wenn wir mehr von ihnen verlangen, werden sie verhungern. Auch unter diesen Umständen müssen sie. Ja. Ich mag das gar nicht. Das wolltet ihr mir also zeigen? Verrat? Oh, das ist so. Dieses Gefühllos ist so eine dumme Eigenschaft, die irgendwie alles crasht und überhaupt nicht reinpasst in diesen Charakter. Also, erstmal bin ich schüchtern und einsiedlerisch. Das ist ja bekanntermaßen jetzt das, was ich am meisten hervorhebe. Diese eifrige Frohnatur, die ist ja nur kulturell bedingt gekommen. Das passt auch überhaupt nicht zu Gefühllos. Gefühllos hofft. Oft als herzlos und kaltblütig bezeichnet und steht den meisten Dingen gleichgültig gegenüber. Das schreit ja eigentlich nach der zweiten Antwort. Wie gesagt, jetzt bin ich aber auch noch. Jetzt bin ich aber auch noch maßvoll. Wie passt denn das zusammen? Wie soll ich sagen, dass es am besten ist, sämtliche Dinge nur in verträglichen Dosen zu genießen? Ja, das spricht sein. Nee, komm. Boah, ich mag das nicht. Entwicklungsfortschritt. Was heißt denn um 50 gesenkt? Ach, der Fortschritt einfach nur, was ist denn der gerade? Entwicklung. Ja, nee, tut mir leid. Ja, okay, ist aber nur länger, langsamerer Zuwachs. Wie lang? 10 Jahre. Ja, finde ich eine doofe Antwort, aber ja, ist halt gefühllos. Das fehlende Dorf. Die Steuern, die ich den Bauern meines Reiches auferlege, sind mitunter so hart, dass schiere Überleben schwerfällt. Wenn ich diese Last mindere, könnte dies für einen geduldigen Herrscher den Weg noch zu noch mehr Reichtum sein. Na gut, okay, ich habe das gelernt. Ja. Ach Gott, okay. Das hat jetzt irgendwie alles vorne und hinten nicht so richtig gepasst. Damit müssen wir jetzt leben. Bauen wir einfach irgendwo dafür in Marburg und Kassel. Ne, nur in Marburg. Wobei ich habe ja jetzt auch noch andere Städte. Achso, ich könnte mal wieder ein paar mehr. Ja, das kann ich auch machen. Sparen wir mal wieder. Oh, Kaiser Spitz gefunden. Prinz Pavel konnte es nicht abwarten. Der Herzog von Ostfranken. Aber und Herzog der Lombardei? Oh, der ist auch mächtig. Oh ja. Hat hier unten was sich einiges geholt. Und der ist jetzt. Das gucken wir uns an. Aber es sind nur 28.000 Truppen und du hast keine Verbündeten hinzugerufen. Gerufen. Das verstehe ich jetzt nun ja nicht. Oder sind die kaiserlichen Truppen hier drüben? Nö. Nicht, dass mir bekannt wäre. Ja, schade, wenn der nicht so ungeduldig wäre.
Ist er wahrscheinlich ehrgeizig, ja. Ja, wenn der nicht so ungeduldig wäre oder zu einem anderen Zeitpunkt gelebt hätte, das wäre eine wunderschöne Fraktion. Hätte ich da zum Beispiel irgendwann mal einen ehrgeizigen Nachfolger. Die beiden hätten sich gut zusammentun können. Naja. Wäre Fahrradkette oder so. Das heißt, ist jetzt halt nicht drin. Ja, wir können natürlich auch überlegen, ob die Frau so uns langsam Druck macht, nicht Verona zu erobern, wenn schon mal Krieg stattfindet. Ich habe aber keinen Anspruch hier drauf. Na, also ich, warte mal kurz, wie lange ist denn noch der Waffenstillstand? Den habe ich ja mit ihm. 3 Jahre, okay, in der Zeit. Wenn ich mir noch sein hole, könnte ich hier nochmal ein weiteres Herzogtum machen. Das ist eigentlich eine nette Idee. Ja, ich bin jetzt nicht ganz so. Ich weiß. Ich bin ja nicht übertrieben. Hat halt nicht funktioniert. Übertrieben ehrgeizig, aber das ist egal. Gedankenflug. Der berühmte Erfinder Marquardt von Bamberg ist mit einer sehr ungewöhnlichen Bitte und einem paar Flügeln aus Holz und Seide an mich herangetreten. Lange schon sehen sich die Menschen danach, sich in den Himmel aufzuschwingen, sagt er. Und ich habe Berechnungen angestellt. Ich werde beweisen, dass wir es können. Gestattet mir, vom höchsten Turm eurer Residenz zu springen, Herr, und ich werde euch danach treu dienen. Leider hat mein Sohn und Erbe Friedrich hiervon erfahren und bettelt mich an, dabei zusehen zu dürfen, wie der alte Gelehrte sich in die Lüfte erhebt. Ja, zusehen, ja, mitmachen, nein, auf keinen Fall. Wohlan denn, ich werde es erlauben, was passiert. Also zu 60% schließt er sich meinem Hof an und zu 20% kriegt Friedrich die Eigenschaft tapfer, aber zu 40% stirbt er auch. Und dann wird Friedrich melancholisch oder sadistisch. Oder ich fliege einfach. Auch der Fliegende könnte ich bekommen. Aber nur zu 0%, dass ich schaffe. Jetzt zu 100%, dass, wow, dass irgendwas Schlimmes passiert. Der Flügellose. Das ist Wahnsinn. Na, ich bin gefühllos, aber ich werde es erlauben. Er ist geflogen! Er ist geflogen! Leute, ich habe diesen Typ nicht eigentlich, ich habe ihm blind vertraut. Er ist ein Architekt. Er ist ein Intellektueller. Er ist intelligent. Und er ist geflogen. Mein Ruhm hat sich erhöht. Und das heißt doch jetzt auch. Aber tapfer hat er nicht geschafft. Schade. Aber wir haben einen Fliegenden. Ho. Wow. Wow, das ist gut. So, Bürgermeister Heinrich beeinflusst. Jetzt muss ich mal ganz kurz angucken. Der Hoftutor. Ja, der ist jetzt richtig gut geeignet. Gut, wir machen den. Und du kriegst auch. Nee. Nee, Kind unterrichten. Ah, okay. Oh, das ist gemein. Der wird mich jetzt hassen. Ich würde gerne Vormut entfernen. Ich entschädige dich mit Geld. Und dafür kriegst du jetzt. Friedrich. Fleißig, zynisch, ruhig. Ruhig war der auch, ne? Ja. Gerecht hat er, ja, gut, komm. Aber das sehe ich ein, das wäre richtig gut, dass wir das so machen. So, jetzt schauen wir mal an, was hier passiert. Das hält nur noch 22 Jahre, oh mein Gott, das ist ja so gut wie gar nichts mehr. Dieses Reparieren nervt mich schon arg. Und jetzt hier wird er, hier, guck mal. Bums. Da ist der Ostfranke einfach besiegt. Und zwar gnadenlos. Das verstehe ich dann auch nicht, warum das vom Spiel hier vorangetrieben wird. Feigen wird belagert. Na, die laufen, oder? Nö, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir, lieber Herzog von drüben. Es war halt einfach nicht so klug. Das hättest du nicht machen sollen. Man belagert einfach nicht meine Städte. Oh, Graf Adalbero wurde verwundet. Muss immer schade. Aber dafür konnten wir Graf Heinrich verwunden. Auch gut. Nehmen wir. Aber ja, dafür wurde er auch verwundet. Komm, wir sind gerade mitten im Krieg. Wir können jetzt nicht Feste feiern. Mal. Die haben immer Ideen. So, einigen wir uns darauf, dass wir auf jeden Fall nicht mehr meine Grafschaften angreifen, um irgendwie Kriegsstand zu bekommen. Dann muss ich noch ein paar Mal auf die Finger hauen, das weißt du schon. Na komm. Jetzt habe ich sie leider gefressen. Jetzt müssen sie leiden.
Oh ja, das wird. Gräfin Elisabeth hat gegen König Heribert einen Krieg gewonnen. Guck, hat funktioniert. Dieser Lothringer König, der ist ja nur noch dem Titel nach ein König. Die faktische Macht hat er ja komplett verloren. Wo kämpfen wir hier oben? In Coburg. Wir konnten mal wieder irgendjemanden verwunden. Das ist immer sehr schön. Und jetzt gehen wir nach Hause. Das muss reichen. Dann schauen wir uns mal kurz an. Details von der Ritterschaft. Ja, genau. Viktor und Adalbero jeweils verwundet. Haben wir hier jemanden? Nö, den geht es an sich ganz gut. Ich gehe jetzt mal ganz zurück, bevor ich mich auflöse. So, schön. Soweit, so gut. Jetzt könnten wir noch schnell. Ich hatte gerade eine Idee, die ich noch machen wollte. Die ist jetzt komplett weg. Das ist erstaunlich. Ach so. Ja, wie mache ich jetzt eigentlich? Ich habe mir überlegt, wie alt ist denn die? Kriegt die jetzt noch Kinder? Warum ist denn die verwundet? Ah, Flagellantin. Eieiei. Jetzt meine Frage. Kann ich. Freundschaft, Verführung, Liebesdinge. Ist das sinnvoll? Ist das nachvollziehbar? Ich bin schüchtern, sie gesellig. Ne, eigentlich haben wir nicht so viel miteinander zu tun. Das wäre jetzt eigentlich nur für Gameplay, dass ich schon mal hoffe, ein Kind zu bekommen. Nee. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, machen wir nicht. Tatsächlich können wir aber eins probieren. Spracherwerb. Vulgär-Italienisch. Machen wir das. Darüber können wir ja mit ihr. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Darüber können wir mit ihr sprechen. Also diese Domänen, die ich möglichst lange erhalten möchte, sind ja Marburg, Kassel, Frankfurt. Die sind aber auch alle komplett ausgebaut. Wiesbaden finde ich eigentlich auch ganz schön. Und ich finde, in Katzellenbogen könnten wir jetzt eigentlich nochmal eine Burg bauen. Fulda wird belagert. Ihr wisst, was passiert mit ihr. Ich geht lieber. Ja, das finde ich gut, dass sie lieber freiwillig gehen. Leute. Seid schon ziemlich dumm. Und was ich eigentlich auch ganz nett finde, ich finde es generell ganz schön hier so am Rhein. Ne? Ich würde generell mehr am Rhein haben. Und Koblenz, Adenau, Cochem und Sponheim. Da brauche ich mir jetzt noch eine Kirche, ne? Ein Tempel muss hier noch hin. Dann bauen wir halt noch einen Tempel in Sponheim. Gut, leere Drohungen. Ich ließ schon wieder einen Priester vorführen, aber wieder ohne Beweise und wieder stellt ihr mich bloß. Achso, das habe ich jetzt vorhin ja nicht aktiviert. Wir könnten noch sein holen. Dann holen wir uns einfach das Herzogtum auf lange Sicht. Wie gesagt, ich glaube, das macht er so im Vorbeigehen. Das ist so sein Anspruch jetzt einfach. Straßenstand, mal wieder. Bei einer Reise durch die Grafschaft von Frankfurt stoße ich auf einen behelfsmäßig wirkenden Stand am Straßenrand. Betrieben von Walpurga. Und sie versucht mich zu überzeugen, dass ich ein Kreuz kaufe, das sie selbst gemacht hat. Und auch wieder hier denke ich mir, ja, du weißt nicht, aber sprechen wir nochmal drüber. Ich unterhalte mich einfach mit allen. Ja, das ist so mein. Oh, das war dumm. Fällt mir gerade auf. Eigentlich sollte ich es kaufen. Ich habe ganz vergessen, dass ich einsiedlerisch bin. Wenn ich einsiedlerisch bin, warum laufe ich dann eigentlich so auf irgendwelchen Straßen rum? Das passt ja auch nicht. Aber der Verwaltungsvorzug ist verfügbar. Und jetzt bin ich Administrator. Das ist sehr gut. Und jetzt gehe ich doch tatsächlich auf. Familienhierarch? Familienhierarch klingt eigentlich ganz gut. Ich will mal kurz wissen. Auf der anderen Seite bin ich gerade bei. Oh. Ich habe jetzt hier wie viel bekommen durch Admin? Verwaltung plus 3. Jetzt bin ich endlich mal bei 8 von 8. Mache ich das weg, habe ich ja wieder zu wenig. Schmeichler, Herz der Familie. Patriarch, Schwerpunkt auf Familie, Fruchtbarkeit. Na, scheiß drauf. Machen wir es trotzdem. Naja, hatte ich endlich die richtige Domänenschwelle, aber egal. Ich glaube, der Nachteil, der mir hierdurch entsteht, ist noch nicht so gigantisch. Streben in der Zwietracht. Mein Vasall Graf Matthias hat ein neues Werk verfasst und es ist bei Hof das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt Erfolg und wachsende Größe und Matthias hat es öffentlich mir gewidmet, auch wie nett. Blut, Durst und Hessen. Auch wenn der Zwist eines Tages Zorn uns allen bringt, ist es das Schwert dieses Menschen, das selbst den Tod in die Knie bald zwingt. Seine Untertanen sind dankbar, denn sind sie es nicht, sie werden bald sehen, auf welcher Seite der Kampf ihnen glückt. Aha. Bislang hab ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerede ist zu drängend geworden, als dass ich es noch ignorieren könnte. Ich bin mir bei dieser Gefühle unsicher. Ich frage mich halt immer, warum soll ich das Zweite nicht sagen? Ich kann ja lügen, dass sich die Balken biegen.
Ich bin gefühllos. Das heißt, ich bin mir eigentlich immer ziemlich sicher, dass ich keine Gefühle habe. Aber als Diplomat weiß ich, ich behaupte, als Diplomat weiß ich doch, was ich zu sagen habe in so einer Situation. Meister der Kunst, ich sage einfach, hast du gut gemacht. Und davon haben wir ja alle was. Weißt du, das ist so ein Ding, da frage ich mich. Dann stelle ich mich aber nicht ganz so dumm an, hoffentlich, bei der Bewertung einer solchen Geschichte. Ja, aber das Festmahl mache ich trotzdem nicht mit. Das kannst du vergessen. Das kannst du knicken, Junge. So weit kommt's noch. Jetzt laufen sie wieder hier durch. Ach, sie werden aber auch massiv verfolgt von 12.000 Soldaten des Kaisers. Spracherwerb erfolgt so schnell. Nach viel harter Arbeit habe ich endlich die vulgär-italienische Sprache gelernt. Cool. Endlose Stunden, in denen ich die Betonung übte, schlaflose Nächte, in denen ich den Tonfall nachahmte, unzählige Stunden, in denen ich die Intonation meisterte. Am Ende hat sich das all das gelohnt. Und ich fühle mich verändert. Ja, einen Brief mache ich nicht, weil, ganz ehrlich, das ist. Nee. Ich bin schüchtern, ich bin gefühllos. Aber so viel machen wir nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall italienisch. Das ist cool. Ah, hier haben sie die eingeholt. Es ist soweit. Ja, was können wir denn. Ne, wir können gar nicht mehr machen. Oh, ich habe jetzt länger gespielt als. Ich habe gar nicht gemerkt, wie lange ich schon gespielt habe. War spaßig. Gut. Hier, mein Ratskanzler macht seine Arbeit gut. Und mit diesen schönen Worten gehe ich jetzt aus dieser Folge raus. Wird eine längere Folge. Sonntagsfolge. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und dann, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.